Und der letzte Auftritt von Editha Schaufler, die uns hier in den vergangenen beiden Tagen schon zu bezaubern wusste. Viel Glück, da gibt es einige mitgereiste Wattenscheider Fans. Wir drücken die Daumen. Ein großer Wurf mit Bogengang vorwärts und gefangen. Sehr schöner Abschluss für Editha Schaufler. Das Mädchen hat wirklich Zukunft. Vielleicht reicht es jetzt sogar zum Abschluss dieser Weltmeisterschaft noch für eine oder zu einer besseren Platzierung. Achte war sie mit dem Seil, dann Platz 6 mit dem Reifen und mit den Keulen wieder Platz 6, vielleicht ja jetzt Rang 5. Aber egal, wo sie landet heute in diesem Feld. Zwischenzeitlich auf Platz 3 mit 9,85. Ach, das ist, wenn ich das richtig sehe.